Wie erstelle ich einen Test mit Moodle? Die Vorgehensweise ist in allen Moodle-Versionen im Prinzip dasselbe. Man geht auf Bearbeiten einschalten in seinem Moodle-Kurs und geht auf Aktivität anlegen. Dort wählt man Test aus, muss dann nur ein paar Einstellungen vornehmen. Ich gebe einen Titel für den Test an. Hier kann ich eine Beschreibung für den Test eingeben. Man aber nicht oder ein Bild hinzufügen etc. Dann kommt hier der Punkt mit der Zeitsteuerung. Man kann einen Zeitbereich eingeben, in dem der Test verfügbar sein soll mit Datum und Uhrzeit. Man kann weiter seine Zeitbegrenzung für den Test eingeben, dass man beispielsweise nur 10 Minuten dafür Zeit hat. Hier kann man einstellen, ob zwischen den Pausen eine gewisse Zeit verstreichen soll, falls mehrere Versuche erlaubt sind. Und auch Pausen bei späteren Versuchen kann man einstellen. Hier geht es um die Anzeige. Man kann einstellen, dass zum Beispiel ein oder zwei Fragen pro Seite angezeigt werden und die nächsten Fragen dann auf der nächsten Seite sind. Also man muss im Test weiterblättern. Man kann die Fragen mischen. Und man kann die Fragen Antworten innerhalb der Fragen mischen, wenn man Multiple-Choice-Fragen zum Beispiel hat. Je nach Aufbau des Tests muss man sich hier für eine Variante entscheiden. Weiters die Versuche. Man kann einstellen, wie viele Versuche der Nutzer hat. Zum Üben wird man auf unbegrenzt einstellen. Dann kann man hier einstellen, Versuch basiert auf dem vorherigen. Sollte man auf keinen Fall mit Ja beantworten, denn sonst bleiben eingetragene Lösungen bestehen und wenn man den Text wiederholt, kriegt man keine neuen Aufgaben. Also bei Viris Quizzes auf keinen Fall Ja einstellen. Adaptiver Modus ist in Ordnung. Dann kann man die Fragen beantworten, kriegt die Rückmeldung, ob richtig oder falsch und kann die Frage versuchen oder die Antwort versuchen richtig zu stellen. Dabei kann man dann verschiedene Punkteabzüge, die für jede Frage individuell festgelegt werden, einstellen. Also wenn man die Frage nicht auf Anhieb beantwortet, kriegt man beispielsweise nur mal die halben Punkte. Bewertungsmethode kann man hier noch einstellen, ob der beste Versuch zählt, der Durchschnittswert aller Versuche, der erste Versuch zählt oder der letzte Versuch. Abzüge festlegen, wenn hier auf Ja geschaltet ist, dann werden die beiden Fragen eingestellten Abzüge für falsche Antworten festgelegt. Hier kann man noch die Anzahl der Dezimalziffern bei der Bewertung einstellen. Hier kommen die Berichtsoptionen. Hier sind drei Bereiche, direkt nach dem Versuch, später, wenn der Test geöffnet ist und als drittes, wenn der Test abgeschlossen ist. Hier ist gemeint direkt nach dem Versuch, das heißt in den 2 Minuten nach Abschluss des Testes. Später, wenn der Test noch geöffnet ist, meint nach den 2 Minuten nach Abschluss des Testes. Und wenn der Test abgeschlossen ist, das würde bedeuten, wenn man einen Endzeitraum definiert hat, hier oben, dass man es dann nachher noch sehen kann. Wenn man das hier ausgeschaltet hat, macht diese Eintragung keinen Sinn. Also wichtig ist, meiner Meinung nach sollten ja die Schüler ihre Punkte sehen, dass ich später, wenn der Test geöffnet ist und natürlich auch gleich danach, dass man das Feedback sieht, Standardfeedback. Feedback ist, macht nur Sinn, wenn man ein individuelles Feedback gibt. Natürlich auch, wenn der Test abgeschlossen ist, dann möchte ich, dass die Schüler hier bei sicheres Fenster, das habe ich noch nicht ausprobiert, funktioniert nur bei einigen Browsern, da kann man da nicht zwischen Fenstern herumschalten, es funktionieren manche Mausbefehle nicht. Man kann sich hier über das Hilfefenster informieren, was das genau bedeutet und kann es mal gerne ausprobieren. Kennwort erforderlich, dann ist zum Öffnen des Tests die Eingabe eines Kennworts erforderlich. Die weiteren Einstellungen sind höchstens noch wichtig, anzeigen, ob der Test sichtbar ist oder verborgen. Hier immer auf Verbergen klicken, denn während man den Test bearbeitet, sollte er nicht ausprobiert werden. Denn sobald der erste User den Test gemacht hat, kann man ihn nicht mehr weiter bearbeiten, also Aufgaben hinzufügen oder löschen. Hier könnte man ihn noch kategorisieren, das geht aber tief in die Moodle-Beurteilung hinein und ist nicht Grundlage dieses Tutorials. Dann einfach speichern
Und wenn man auf Vorschau geht, dann sieht man hier den leeren Test, in dem noch keine Fragen eingetragen sind.